Silo-Go. Alter, was war das für ein Ding? Ich hab's nicht gesehen. Oh man, what is going on here? Surely, he's helped him out in the group. Yeah, he's got himself a goal in the knockout as well. He was the hero for him in the group stages, and he could just be the hero for him in this round of 16 here. What a finish. Gerade beim dritten Tag vom Draft Story Cup und ja, das Finale ist gelaufen. Mo hat gewonnen und mit Mo werde ich jetzt gleich noch sprechen. Bei mir der Gewinner von dem Draft Story Cup. Mo, wie hast du dich gefühlt bei dem letzten Spiel? Gut, ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war ich relativ müde. Ich war eigentlich froh, dass das letzte Spiel ist, weil das Turnier ging relativ lange über das ganze Wochenende. Ja, ich habe gegen den Holländer gespielt. Eigentlich hätte mir vorher gesagt, dass ich gegen den spielen muss. Hätte ich das locker angenommen, aber der war irgendwie doch stärker als erwartet. Ich musste schon richtig schwitzen und war schon am Ende ein bisschen glücklich, aber ist mir eigentlich egal. Ja, ich hatte dich am Anfang des Turniers getroffen, heute Morgen um 10 oder um 9 Uhr ungefähr. Ne, um 12. Und da sagtest du schon, oh Mann, Christi, ich bin total müde. Wie schaffst du es dann konstant die ganzen Stunden so eine Konzentration zu halten? Also ich finde es krass, wir haben jetzt 0 Uhr und du hast es durchgezogen. Wie schaffst du das mental so fit zu bleiben? Bei mir ist die schwere Phase zwischen den Spielen, da bin ich immer down. In den Spielen bin ich komplett fokussiert und habe eigentlich voll Bock zu zocken. Aber wenn das Spiel direkt vorbei ist, lege ich mich hin, gucke die Wand an und chill so 2 Stunden und bin am Sterben. Keiner darf eigentlich mit mir reden da. Aber so wie Profis in den Spielen sind wir schon fokussiert. Es ist eigentlich egal, wie lange wir vorher geschlafen haben oder wie es uns geht. Und wie schaffst du das dann im Spiel, wenn es gerade heikel wird oder total spannend? Wie schaffst du das dann mental einfach noch so fit zu sein? Hast du eine Taktik? Ich glaube, das ist schon das Adrenalin schon ein bisschen, weil du bist schon aufgeregt und dein Körper vergisst das schon, dass du müde bist. Natürlich fühlst du dich fitter, wenn du vorher gut gegessen hast, viel geschlafen hast, dann fühlst du dich einfach aktiver. Das letzte Spiel war 5 Spiele lang, das heißt, du musstest über 1,5 Stunden fit bleiben. Das hat man schon gemerkt, jedes Spiel war irgendwie anders und so, da konnte man nicht konstant seine Leistung bringen. Und hast du irgendwie Druck? Also steht mit deinem Sieg irgendwas nach? Also dass du sagen musst, jetzt muss ich das gewinnen? Oder siehst du es total locker und sagst, ach, ey, weißt du, eigentlich scheiß drauf, wenn ich gewinne, gewinne ich und wenn nicht, dann nicht? Ja, bei mir ist es ehrlich scheiße. Ich spiele die Turniere, um dann zu sagen, dass ich ein großes Turnier gewonnen habe, weil so wie ich meine Familie jetzt kenne, wissen die, dass ich Preisgeld gewonnen habe, machen alle ihre Schuhe, Hosen kaputt, damit die sagen können, wir brauchen neue Sachen. Deshalb sehe ich eigentlich nicht viel davon, aber es ist immer cool, ein Turnier zu gewinnen. Und wie fandest du das Turnier allgemein? Hast du dich wohlgefühlt, gut geborgen oder würdest du sagen, irgendwie doch reinfallen? Das Turnier war gut. Kurze, knackige Antwort. Vielen, vielen Dank und viel, viel Spaß mit deinem Preisgeld. Danke. Wir sehen uns dann im Stream, ne? Ja, wir sehen uns im Stream.